Hallo, 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 liebe Fußballfreunde, hier ist wieder euer Fritz Meloni mit dem nächsten Let's Play und dann schauen wir doch mal gleich rein, wie es weitergeht. Ja, ich glaube, es kommt der 5. Spieltag, wenn ich mich nicht täusche, aber wir schauen erstmal in den News nach, was es da zu berichten gibt. Scout-Bericht, okay, Daten mal aktualisiert, okay, das interessiert mich jetzt alles nicht so. Christian Kapek erzielt 3 Tore. Na, das ist doch mal was, wo ich ihn drauf loben kann. Mal gucken, was seine Trainingsziele machen. Läuft. Ja, gibt es denn irgendwas, was ich euch erzählen wollte? Ja, ich habe gesehen, dass mein neues Projekt, nämlich die Bundesliga Sportschau, die kommt gut bei euch an. Natürlich bitte ich zu entschuldigen, dass ich da noch Fehler drin habe. Also ein Perfektionist bin ich jetzt in dem Sinne nicht. Ich habe einfach Spaß an dem Spiel. Und ich freue mich aber, dass es so gut angenommen wird. Natürlich arbeite ich auch in Zukunft daran, dass es in eine Richtung kommt, wo es euch noch besser gefällt. Ja? Dann wurde ich darauf angesprochen, Smeloni, ist das denn die Datenbank 2014-15, die bei Bergi da auf der Seite war, bei Facebook war das, glaube ich. Nein, das war es natürlich nicht. Ich habe mich selber hingesetzt mit dem FM13 Editor und zwar hatte ich das mal bei Dr. Jones gesehen. Der hat das wunderschön erklärt, wie man diesen Editor nutzen kann und sich das selber einrichten kann. Und dann habe ich im Internet, gibt es eine Seite, Transfers sind da aktuell drauf und das ist eigentlich recht schön gemacht. Und da sind alle Angaben von den Spielern, da sind Bilder von den Spielern. Und dann habe ich alle europäischen Ligen bearbeitet, soweit es mir möglich war. Ich habe natürlich auch ein paar Fehler drin, das habe ich schon gesehen. Und zwar Soa von HSV, der ist eigentlich gar nicht mehr beim HSV. Da hat mich ein Abonnent darauf aufmerksam gemacht, das stimmt natürlich. Dann habe ich bei Shinikagawa, habe ich was versehen. Also da habe ich nicht dran gedacht, dass ich ja hier mit dem FM13 in der Saison 2012 starte und habe ihm zu lange Vertrag gegeben. Da ist es, glaube ich, ein Jahr zu viel. Ja, gut, aber das sind so Kleinigkeiten, Leute. Da dürfen wir uns nicht drüber aufregen, weil das Let's Play geht ja eine Saison lang, ja, diese Bundesliga-Sportschau. Und dann soll das ja wieder neu aktualisiert werden. Also ich versuche da ja ein neues Projekt reinzubringen, was euch folgenden Spaß bringen soll. Und zwar denke ich mir mal, wir haben ja viele verschiedene Fangruppierungen. Es gibt Schalke-Fans, es gibt Dortmund-Fans, es gibt Mainz-Fans, es gibt Greuther Fürth-Fans, Bochum-Fans etc. pp. So, und jetzt in der ersten Liga habe ich jetzt die aktuellen Clubs drinne, auch wie SC Paderborn und so. Und wenn ich jetzt dann dieses Let's Play immer ein Spieltag vor dem realen Spieltag spiele, dann seht ihr alle Mannschaften mal. Oder zumindest, ich werde ja mal 4 oder 5 3D-Spiele präsentieren. Ja, alle, weiß ich gar nicht, ob das geht. Das müsste ich mal probieren. Wenn das geht, dann werde ich auch alle machen. Und dann halt in dieser Form, dass ich es etwas nur mit den Höhepunkten euch zeige. Halt, ne? Wie ich das technisch löse, bleibt so ein bisschen mein Geheimnis, ja. Aber ich werde es jetzt nicht so machen, wie es jetzt bei einer Konferenzschaltung bei Sky ist. Weil ich will jetzt nicht alles genau nachempfinden, so wie es, sondern ich will so ein bisschen einen neuen Weg gehen. Und ja, im Moment gefällt es mir suboptimal. Das kann auch besser werden, denke ich mir. Aber ich denke mir, so findet jeder Fan Spaß an einem Projekt von mir mal. Weil dann kann der BVB-Fan seinen BVB anschauen, dann kann der Schalke-Fan seinen Schalke anschauen. Ich kann natürlich die Spielmannschaften nicht beeinflussen, weil ich dann ja nur als Moderator tätig bin. Aber in dem Let's Play habe ich ja auch den HSV, den ich durch diese Saison führen werde. Und das ist ja auch nochmal spannend, ja. Also, aber jetzt wollen wir uns hier auf unser Let's Play konzentrieren. Und zwar ja, wir gehen einfach mal rein in die Woche und dann schauen wir weiter, ja? Ein Tag vom Main, weil wir es alle lieben. Schieß noch ein Tor, den Gegner in den Kasten rein. Jeder wird sagen, ohne zu fragen, in dieser schönen Stadt am Main. Ein Tag
So, es ist der fünfte Spieltag, wie ihr seht. Und das Topspiel ist angesagt, der erste gegen den zweiten. Frankfurt hat sich auch überraschenderweise sehr hoch gespielt in dieser Saison. Und die anderen Spiele sehen wir hier: Bayern München, der Tabellensechste gegen Gladbach, den Tabellenvierten, sowie Werder Bremen, der Tabellenfünfte gegen den Tabellenachten. Also, das wird alles mega, mega spannend. Ja, hier gibt es eine E-Mail-Nachricht, die muss ich erstmal prüfen. Was ist da los? Der Talentsucher Rocco Rammel hat den 15-jährigen Clemens Bergdorf, ein Drei-Sterne-Talent. Puh, aber hier verletzungsanfällig und introvertiert. Nee, der kommt für mich nicht in Frage. Fabian Kühnemann, Trainingsziel. So, jetzt will ich auch mal kurz ein paar Sachen reinschauen. Team Dynamic. Gespräche muss ich mal wieder führen. Ganz wichtig, werde ich nächste Woche wieder machen in der Teamhierarchie. Führungsspieler Benno Schmitz und einflussreicher Spieler Thomas Kraft. Das Team verfügt über zu wenig Führungsspieler. Wundert mich jetzt ehrlich, dass er einen Marcos nicht auftaucht oder ein Süle fehlt. Naja, Süle ist noch nicht lange bei uns, aber vielleicht, ja, wen hätten wir da jetzt noch nehmen können? Kempf vielleicht noch, ne? Schauen wir mal. Dann wollte ich mal schauen, Team Dynamic, Transfermarkt, Scouts. Sie sollten einen Marketingmanager einstellen, muss ich demnächst mal gucken. Sponsoring, Sie haben noch leere Banden. Aha. Aha. Sponsoring, da haben wir es. Ne, das war falsch gedrückt. Sponsoring hier. Banden, ah ja. Da muss ich natürlich ran. Huck Coburg, bin ich selber auch versichert übrigens. Mal ein bisschen Schleichwerbung machen. Summe erhöhen, Laufzeit erhöhen und die Anzahl erhöhen. Mal gucken, wie sie darauf reagieren. Also Anzahl hat schon mal geklappt. Oh, jetzt muss ich unterschreiben, sonst haut es uns nachher hier ab. Okay. Das ist doch schon mal ganz gut. Was kann ich Ihnen hier mal was machen? Freikarten könnte ich mal geben. Sie haben ihren. Ah, okay. Haben wir schon gemacht. Meet and Greet könnten wir mal machen. Wen könnten wir denn da mal nehmen? Da könnten wir mal einen neuen Spieler nehmen. Ignowski vielleicht. Okay. Gut, gut, gut. Ja, und dann würde ich sagen, ja, ich wollte gerne noch was gucken, aber ich finde das jetzt nicht. Und zwar, mal gucken hier vielleicht. Scouts. Diesen Bericht wollte ich gerne haben, aber den. Wie ist denn das, wenn ich hier nämlich Spiel starte? Ja, so weit wollte ich ja noch nicht gehen. Ich wollte ja erstmal nur gucken. Ach, nee, nee, nee. Manchmal ist man der Technik hier ausgeliefert oder den ganzen Sachen hier. Ach so, ich wollte nochmal bei Jugendcamp gucken, ob da vielleicht in unserem Jugendcamp, was da so los ist, was man da jetzt, wenn ich das aufrufe, aha. Bester Jugendspieler dieses Camps aller Zeiten, Mike Driver. Drei Sterne. Ja, den können wir doch. Ich weiß gar nicht, wie man den jetzt verpflichten kann. Naja, warten wir immer noch. Okay, so, dann wollen wir uns jetzt aber auf das Spiel konzentrieren. Eintracht Frankfurt, das Topspiel, da muss ich jetzt natürlich auch mal ran. Ja, ich würde jetzt mal den Vukosic. Nehme ich den jetzt mit rein. Lasse den Lennart draußen. Und dann wollte ich gerne mal den Patrick Weihrauch. Den wollte ich mal mitnehmen. Statt Gerrit Wegkamp. Und den Weihrauch wollte ich gerne mal von Anfang an spielen lassen, weil der hat sich eigentlich in der zweiten ganz gut gemacht. Sebastian Haller lasse ich drinne. Ansonsten denke ich mir, können wir so auflaufen. Und dann schauen wir uns mal den Gegner an. Also da sehen wir jetzt
Den Cutledge, das habe ich mir schon gedacht, dass der da vorne steht. Den müssen wir natürlich decken. Sonderbewachung, Chandler, Kittel, Inouye, Lustenberger. Er ist ja von Hertha gekommen. Steven Samar, das scheint ein guter Mann zu sein. Wo haben wir den denn her? Von Köln. Ja, das ist ein guter Mann hinten in der Abwehr. Aber ansonsten würde ich sagen, Christian Jung haben wir hier noch. Sebastian Jung haben wir hier noch. Kriegelmeier kenne ich jetzt überhaupt nicht. Aber die sind in der Abwehr, sind sehr anfällig, würde ich mal behaupten. Sodass wir da sagen können, da können wir was machen. Und da will ich natürlich eine Prämie aussetzen für das Spiel. Da können wir schon mal 12.000 aussetzen. Ja, und dann würde ich sagen, Leute, haben wir Spaß am Spiel. Gehen wir rein und gucken mal, was passiert. Wir sind ja Tabellenerster, wir haben ja nicht viel zu verlieren. Im Moment sieht es ja fast aus, als wenn wir um die Meisterschaft kämpfen, aber die großen Mannschaften kommen ja erst noch, wie Bayern München und wie Leverkusen hatten wir, glaube ich, noch nicht. Haben wir Leverkusen schon gehabt? Ich glaube noch nicht, ne? Also da kommen ja noch einige Kracher. Und wir können mal ganz kurz vielleicht bei der Statistik reinschauen, bei den Liga-Ergebnissen. Wenn wir jetzt mal in den fünften Spieltag gehen, das ist jetzt der Spieltag. Dann kommt Dortmund danach, das ist schon eine schwere Mannschaft. Dann haben wir Freiburg. Ja, Freiburg ist dieses Jahr vielleicht noch nicht ganz so stark, aber die haben trotzdem, die haben ein tolles Team, die haben toll eingekauft in der letzten Saison, das weiß ich noch. Dann kommt Leverkusen, dann Gladbach, dann Schalke. Also die, wie gesagt, die Großen kommen alle erst noch und da warten wir erstmal, wenn wir die durch haben, so nach dem 10., 12. Spieltag, dann machen wir mal so ein bisschen Bilanz. Vorher will ich da noch nicht mich hundertprozentig mit meinem Saisonziel festlegen. Also was ich ja vorgegeben habe, ist ja so oberstes Tabellendrittel. Das sollte immer unser Ziel sein und vielleicht auch wieder versuchen, in die europäischen Wettkämpfe reinzukommen. Entweder Europa League oder Champions League, wie wir dieses Jahr ja spielen. Ne? Also, auf geht's, Freunde. Viel Spaß, euer Smiloni. So, Freunde der Nacht, da ist mir wohl ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich wollte eigentlich eine andere Tonmusik hier reinmachen und da habe ich mich wohl verklickt. Also wir sind ja nicht FC Bayern München, wie sich das hier anhörte, sondern wir sind natürlich der FC Hansa Rostock und das bitte ich zu verzeihen. Muss ich natürlich nach dem Spiel wieder hier rausnehmen. Das ist mir aus Versehen passiert, habe ich falsch angeklickt. Stört euch nicht drum. Also, Topspiel heute, Hansa Rostock gegen Frankfurt und da ist die erste Chance und Patrick Weihrauch, wenn ich das richtig sehe, macht hier das Ding rein, macht das erste Tor. Also, da habe ich doch wieder ein Händchen bewiesen, glaube ich. Tja, irgendwie habe ich alles durcheinander gebracht. Ich höre keine Tormusik, weiß jetzt nicht, woran das liegt. Aber das macht manchmal die Technik. Einerseits war ich selber schuld mit der Einlaufmusik, die habe ich falsch angeklickt. Aber warum jetzt die Tormusik nicht zu hören war, muss ich mich noch drum kümmern. Sorry. Aber wir führen 1-0 und das ist erstmal viel wichtiger. Ja, und Patrick Weihrauch ist ja ein Kandidat gewesen. Den habe ich ja eigentlich schon für letzte Saison vorgesehen gehabt. Oh! Sebastian macht hier ein Riesentor, seinen dritten Treffer in der laufenden Saison. Aber erst mit dem Flugkopfball bringt er das Ding über die Linie. Aber das macht er schon echt stark. Der Schuss hier natürlich wuchtig, mit vollem Elan abgezogen und dann im Nachflugkopfball, so würde ich das Ding mal nennen, macht er das Ding hier rein. 2-0 Führung. Da sind die Frankfurter natürlich erstmal geschockt. Damit haben sie nicht gerechnet, dass wir so schnell in Führung gehen. Wenn man ganz ehrlich ist, ich auch nicht. Drei Chancen haben wir gehabt, zwei Tore. Also das ist effektiv. Effektiver geht es ja gar nicht mehr. Ja, ich muss sagen, ich bin zufrieden mit meinen Stürmern. Ich war ja so ein bisschen skeptisch, was das betrifft. Aber wir sehen es. Sie machen ihre Tore. Patrick Weihrauch, der ja eigentlich letztes Jahr vorgesehen war,
im Sturm vorne für Furore zu sorgen. Hat sich dann verletzt, musste dann in die zweite runter. Aber das haben wir ja schon öfters gehabt, dass dann über die zweite Mannschaft sich ein Spieler entwickelt hat. Boswick Jackson ist da zum Beispiel ein Beispiel für. Und jetzt hat er es geschafft, in die Mannschaft reinzukommen. Jetzt aber die Chance. Nee, abseits. Abseits für die Frankfurter. Das müssen wir uns hier natürlich nicht in der Slow-Mo bis ins Detail anschauen. Deswegen gleich weiter. Bin gespannt, wie die Frankfurter darauf reagieren werden, auf die frühe Führung von uns. Mit welchen Mitteln sie da agieren. Aber ich habe es ja schon im Vorbericht angesprochen, die Abwehr von Frankfurt ist nicht die stärkste. Und das nutzen meine Stürmer auch gleich aus. Das muss man einfach feststellen. Da sind sie nicht sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, und heute wieder, wie ich richtig gesehen habe, Benno Schmitz vorne. Jopek. Weihrauch macht hier richtig Alarm vorne im Sturm. Ich weiß nicht, gibt das jetzt Elfmeter? Nee, da. Oh! Patrick Weihrauch. Also der Junge hat wirklich kein Glück. Ach, aber dafür jetzt rot zu geben. Meine Güte, also das halte ich doch für ein bisschen übertrieben. Tja, dann müssen wir vorne mit einem Stürmer auskommen. Hilft ja nur alles nichts, ne? Hilft ja nur alles nichts. Na, das ist natürlich blöd. Das kann natürlich dieses Spiel noch auf den Kopf stellen hier. Muss man abwarten. Weil hier muss ich gucken, wie wir jetzt mit der Variante, mit einem Stürmer vorne, agieren. Tja, das ist wirklich dumm. Ein Pech für den jungen Mann. Also der, das war jetzt wirklich nicht so ein Foul, wo ich sage, hätte erstmal gelb gereicht. Aber der Schiedsrichter hat entschieden. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Müssen wir akzeptieren. Jetzt natürlich für die Frankfurter die Möglichkeit, wieder ins Spiel zurückzufinden. Aber ich denke, dass meine gute Abwehr das lösen kann. Jetzt gibt es die nächste Karte. Also der Schiedsrichter scheint uns auf den Kicker zu haben. Da reagiere ich jetzt mal recht früh. Und zwar werde ich jetzt Ignowski reinbringen. Das ist mir einfach zu heiß. Wenn wir jetzt schon Unterzahl spielen und dann noch einen weiteren Spieler gelb-rot gefährdet haben. Nee, nee. Und die Frankfurter jetzt mit dem Freistoß in die Mauer rein. Das können wir erstmal verhindern. Gut. Gut gelöst von meiner Abwehr. Jetzt hier das Laufduell. Das müsste gegen Süle, gegen Katlec gewesen sein, aber Süle besser gewesen, schneller gewesen. Also die Abwehr löst die Aufgaben bis jetzt richtig gut. Sebastian, ja, jetzt hat das natürlich schwer da vorne. Gesehen, Fadi versucht ihn ein wenig zu unterstützen da vorne, aber das wird schwer. Und jetzt ein Angriff über rechts, die Frankfurter kommen. Toll, wie das meine Abwehr löst. Also da bin ich sehr zufrieden. Schmitz jetzt weit vorne. Schmitz! Oh, oh, oh. Der Schmitze. Die alte Schmitze. Alte Kalabitze. Ach, herrlich. 2:0 Führung. Wir haben Patrick Weihrauch durch Rot verloren. Jetzt bin ich mal gespannt, wie nachher entschieden wird. Ich hoffe, dass er da nicht zu hart bestraft wird. Denn jetzt war er gerade mal wieder in die Mannschaft reingekommen und muss dann ausgerechnet durch so eine Karte wieder, ja, muss er wieder pausieren dann. Das ist blöd. Aber ich glaube an den Jungen. Er hat sich wieder zurückgekämpft, das zeigt, das zeugt vom Charakter. Wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig Angst vor den Frankfurtern habe ich einfach nicht, weil das, was sie heute zeigen, ist nicht das Beste. Ich kann mich jetzt auch an keine großartige Chance erinnern von Frankfurt. Und obwohl wir jetzt in Unterzahl spielen, spielen wir eigentlich recht gut hier, muss ich sagen. Da sehe ich keine Gefahr.
Mbappé wieder schön zu sehen. Katletz nimmt den Ball an, aber wird gleich gestört früh bei der Ballannahme und verliert dann auch den Ball wieder. Auch für ihn kaum eine Möglichkeit, sich zu entfalten davon, weil meine Abwehr einfach sensationell spielt. Schmitz macht jetzt viel Druck über außen, ist vorbei und da ist Sebastian und er macht das nächste Tor. Da klingelt es wieder im Frankfurter Gehäuse. Vierte Tor von ihm. Wahnsinn. Ja, ich höre gerade, die Tormusik ist ziemlich leise. Ich hatte vorher an den Einstellungen was geschraubt und das ist wahrscheinlich genau verkehrt rum gewesen. Also das muss ich gleich ändern nach dem Spiel. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Und dann natürlich die Einlaufmusik. Ne? Also Bayern München als Einlaufmusik, das ist natürlich der Knaller gewesen. Da haben sich die Zuschauer gegenseitig angeschaut und haben gefragt, was ist denn da los? Sind wir jetzt im falschen Stadion? Oder was ist hier? Was geht ab hier? Ja, das war blöd von mir, aber sowas passiert halt. Und jeder, der hier Let's Plays macht, kennt das. So, die nächste gelbe Karte, diesmal für Schmitz. Da reagiere ich auch wieder. Wir führen ja 3-0. Dann bringe ich den guten Kevin Seitz rein. Dann kriegt er noch ein bisschen Spielpraxis. Und für Jopek bringe ich mal Lukas Pierson. Jopek bleibt blass, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr guckt ja auch jeden Tag rein, wenn ich hier Spiele hochlade. Aber das ist mir alles ein bisschen dünn von Jopek, ne? Er ist gut reingekommen bei uns, hat gleich für Furore gesorgt, aber im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, das pendelt sich so runter auf so ein normales Maß, noch nicht mal durchschnittlich. Gefällt mir gar nicht, die Entwicklung. Vielleicht müssen wir da auch nochmal in der Winterpause tätig werden auf der Position. Aber Pierson kriegt jetzt die Chance. Und er wurde mir ja von euch angepriesen. Vielleicht kommt er ja. Aber die Führung hier, die ist wirklich stabil. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken heute, dass wir nicht 3 Punkte zu Hause lassen. So, da war gerade Pierson mit dem Fehlpass, der Mann mit den roten Schuhen. Das Bällchen läuft gut und dann macht er einen tollen Pass auf Seitz und das ist kein Abseits. Seitz auf Sebastian und der legt nochmal rüber auf Seitz. Flanke von ihm. Pierson. Ja, hat er ein bisschen vertändelt. Hätte man mehr rausmachen können. Und da kommt Kraft raus. Also die Abwehr, unser Prunkstück, muss man echt sagen an der Stelle. Da muss erstmal ein Gegner kommen, um diese Abwehr in Verlegenheit zu bringen. Und jetzt schöner Pass hier auf Sebastian. Und er ist weg. Ist er weg? Er ist weg. Und er macht das 4:0. Leck mich doch am Arsch. Geile Geschichte hier. Toll, wie er das macht. Aber er muss heute immer erst im Nachschuss oder im Nachflugkopfball das Ding machen. Also im direkten Versuch schafft das dann nicht. Jetzt kommt... Oh ne, den lese ich jetzt nicht vor den Namen. Das ist mir zu bescheuert. 4:0. Leck mich doch am Arsch. Aber, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt der Wermutstropfen, jetzt kommt das 4:1, aber Kalec ist zu dämlich, muss man sagen. Steht frei vorm Tor. 2-3 Meter und kriegt das Ding nicht in Gehäuse unter, also... Die Frankfurter müssen sich Gedanken machen, wenn die wirklich als Top-Team hier auftreten oder in einem Top-Spiel heute hier auftreten wollten. Das war jämmerlich. In Überzahl. Und dann verlieren sie 4:0. Das ist kläglich, kläglich, kläglich. Und meine Mannschaft scheint noch nicht genug zu haben hier. Wir sind weiterhin offensiv. Aber so langsam glaube ich, jetzt bin ich mal gespannt, wenn dann die stärkeren Mannschaften kommen. Wenn wir so weiterspielen. Mein lieber Mann, da ist was möglich in dieser Saison. Wir sehen uns gleich beim Nachbericht. So, ihr alte Drecksäcke. Hier sind wir beim Nachbericht. Ja, Sebastian
müssen wir nicht groß drüber sprechen, bester Spieler. Patrick Weihrauch hatte ja heute sein Comeback, kann man ja so sagen, aber leider mit einer roten Karte. Da muss man mal gucken, was passiert. Und dann gehen wir gleich in die Tabelle rein. Ja, 15 Punkte. Wir haben jetzt 4 Punkte Vorsprung vor dem zweiten, 5 Punkte vor dem dritten und 6 Punkte vor dem vierten. Genial, ne? Und wir sehen es, Bayern München tut sich schwer, nur ein 1:1 gegen Gladbach. Die Stuttgarter bleiben dran, 4:0 gegen Mainz. Hoffenheim verliert 1:3 gegen Wolfsburg. Die Nürnberger 0:2 gegen Leverkusen. Bremen verliert zu Hause 0:1 gegen Schalke. Hamburger SV verliert ebenfalls 2:3 gegen Freiburg. Freiburg doch wieder etwas im Kommen. Und ja, Leipzig hier 1:5 Niederlage gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund will wieder oben reinkommen. Bin mal gespannt, wenn wir uns ihren Kader anschauen, wie das aussieht. Und Greuther führt für gewinnt 2:1 gegen Hannover. Und da muss man sagen, dass Greuther führt als Aufsteiger nach 5 Spieltagen auf dem 8. Platz, auf einem einstelligen Platz, das ist schon ein ordentliches Ergebnis. Wirklich. Stimmen. Das war ein fantastischer Nachmittag. Ich bin überglücklich. In der ersten Halbzeit haben wir genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, waren meine Worte von Armin Fee. Wir haben uns viel vorgenommen, sogar ein bisschen etwas ausgerechnet. Wir sollten uns besser wehren und mehr nach vorne spielen. Leider haben wir in dieser ersten Halbzeit 2 Tore kassiert. Da war Rostock klar die bessere Mannschaft. In der zweiten Hälfte sah es etwas besser aus, aber der FC Hansa Rostock hat insgesamt klar verdient gewonnen. Ich denke, da ist auch nichts dran zu rütteln. Ja, Sebastian, das erste Mal hier in der Mannschaft der Woche. Und wie sieht es aus in der Torschützenliste? Da ist er sogar mit 5 Treffern jetzt auf dem 3. Platz. Also wir haben mit Sebastian einen Stürmer gefunden, der durchaus in der Lage ist, vielleicht dieses Jahr mal bei der Torjägerkrone, bei der Vergabe dieser, mal mitzumischen. So, und wir sehen, wir haben eine englische Woche. Das nächste Spiel steht schon direkt vor der Tür. Nämlich gegen Dortmund zu Hause in Dortmund. Und was sehen wir jetzt? Ja, Sebastian hat auch noch einen Hattrick erzielt im Alter von 24 Jahren. Ein interessanter Spieler, hat länger gebraucht, um hier sich in Rostock zurechtzufinden, aber im Moment ist er dabei. So, und jetzt will ich nochmal bei den Einstellungen gucken. Da habe ich ja irgendwas verbaselt bei den Soundoptionen. Und zwar, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich hatte hier das muss ich dann niedriger stellen. Und das Spiel muss ich lauter stellen. Dann haut das wohl mit dem Torjubel, dass man ihn richtig hört. Ja, und hier habe ich einen Fehler reingebastelt, ne? Da habe ich einen gehörigen Fehler reingebastelt. Jetzt muss ich mal gucken, was ich da falsch gemacht habe. Audio, Musik, Stadium Entry. Das habe ich irgendwie verdattelt. Ich weiß jetzt nicht, was ist weiter unten hier. Irgendwie ist mir das verschütt gegangen. Ach, hier! Ja, Einlauf Hansa. Hansa-Saison 2015. Ich glaube, ich nehme mal die wieder. Das war die schönere. Okay. Gut, dann haben wir das auch wieder richtig gemacht. Und dann würde ich nochmal gucken ins News Center. Klausel für Auflaufprämie. Aha. Kriegt er 45.000, der Sebastian. Mannschaft der Woche, da können wir ihn mal loben. Jetzt kann ich ihn auch mal ein bisschen euch vorstellen. Also, super letztes Spiel. Auf jeden Fall. Ah, guck mal, jetzt wird er schon glücklich. Das ist doch schon mal gut. Hier arbeitet er hartnäckig dran an den Zielen. Er ist gekommen von AS Monaco, vorher AG Angers. Und ja, er entwickelt sich gut. Er entwickelt sich wirklich gut. Scout-Bericht. Meet and Greet. Wichtige Vertreter, ihr fandet es sehr spannend, Ignowski persönlich kennenzulernen. Okay. Und was haben wir hier noch? Das akzeptiere ich nicht.
Da bin ich mal voll dagegen. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Euer Smiloni. Ciao.